und ich wollte kurz anfangen mit den WTO-Verträgen, einfach um ein paar ganz generelle Sachen dort, die dort schon auch schon vorhanden sind, ja, damit man so ein bisschen sehen kann, dass das alles auch eine längere Geschichte hat, die jetzt nicht in TTIP oder CETA oder TISA irgendwie das erste Mal so aufkommt. Ja? Also gut, die WTO ist 94 gegründet worden und dann gibt es eben verschiedene Verträge, die da eben Teil von sind. Das ist das GATT, der GATS und TRIPS. Seht ihr hier, was das bedeutet. Und das waren sozusagen die internationalen Verträge, wo ja auch alle eigentlich mehr oder weniger beteiligt waren, ja, in der WTO, also alle Länder konnten da mitmachen. Und dann hat man halt so immer weiter verhandelt und am Anfang lief es eben recht gut in den 90ern, ja, also da waren ja auch alle so auf der gleichen Agenda-Schiene. Und dann gab es aber, ja, seit den 2000ern und eben jetzt hat sich das auch verfestigt, eben bestimmte Stillstände, ja, also die Doha-Runde hat halt einfach, da ist man nicht mehr vorangekommen, weil eben da doch so große Differenzen zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern einfach aufgekommen sind, ja, also das war vor allem in Fragen der Landwirtschaft und Entwicklungsfragen wollten halt die Entwicklungsländer bestimmte Zugeständnisse und dazu waren eben die Entwicklungsländer einfach nicht so bereit, ja, und es war dann auch ein gewisses Deadlock. Und man hat dann einfach auch akzeptieren müssen, dass es in dem Rahmen wohl nicht mehr weitergeht. Und dann war schon seit längerer Zeit eben auch die Strategie, dass man eben ausgewichen ist auf regionale und bilaterale Abkommen, anstatt jetzt die ganze WTO mitzunehmen. Genau, und auch schon im GATT gab es eben so Diskriminierungsverbote. Der Michi hat ja auch schon vorhin erklärt, wie sie jetzt beim TTIP sind, aber es gab eben vorher auch schon welche. Und zwar ist ein wichtiges davon die Maisbegünstigungsklausel. Ja? Das heißt, wenn man mit einem Land in einem bilateralen Abkommen was aushandelt, ja, also gegenseitige Vorteile und Vergünstigungen, dann muss man die, wenn man in der WTO ist, aber auch allen anderen Mitgliedsländern der WTO auch zugestehen. Ja? Das heißt, man hat sie zu zweit ausgehandelt, aber man ist sich sozusagen immer bewusst, man öffnet sich dann in dem Bereich auch für alle anderen Mitglieder. Ja? Das ist im Prinzip, was da festgeschrieben ist. Und dann die Inländerbehandlung ist eben auch sowas, ausländische und inländische Produkte sollen von denselben Regeln betroffen sein, müssen also gleich behandelt werden. Und davon gibt es aber auch Ausnahmen, ja, also das ist sozusagen ein bisschen so zum Schutz der öffentlichen Moral, des Lebens, der Gesundheit von Tieren, Menschen, Pflanzen, des Kulturguts oder natürlichen Ressourcen, konnten die Länder da einfach Ausnahmen verhandeln, ja, was diese Maisbegünstigungsklausel oder Inländergleichbehandlung, also man konnte sich bestimmte Sektoren oder Gebiete rausnehmen, wofür das alles nicht gelten sollte. Aber diese Auslegung, ob es gerechtfertigt ist, Ausnahmen zu verhandeln, das wird jetzt eben dann auch immer mehr und ist auch schon damals auch in den Hand der Gerichten gewesen, ja, der WTO-Gerichtsbarkeiten, ja, ob das sozusagen angemessen ist, was man da angeführt hat, warum man diese Ausnahmen umsetzen möchte. Weitere Prinzipien waren das Beihilfeverbot, ja, das einfach staatliche Subventionen verboten sind, grundsätzlicher Art. Sozusagen auch so ein bisschen das Prinzip festlegen, so wenn staatlich unterstützt wird, dann muss man das begründen. Ja? Also man muss es zur Anzeige bringen und man muss es rechtfertigen, warum man diese staatlichen Subventionen macht. Ja? Weil generell gilt eben dieses Beihilfeverbot auch, weil es ja dann sozusagen bestimmte Akteure begünstigt und andere dann in dem Sinne diskriminiert. Und dann ist natürlich die Auslegung von Beihilfen relativ weit gefasst. Es gibt eben direkte Zuschüsse, es gibt aber auch indirekte Vergünstigungen, mit denen du halt bestimmte Sektoren stärken kannst, durch Ausbau der Infrastruktur oder staatliche Bürgschaften. Dann gab es auch da in den GATT schon und auch in den OECD-Verträgen, die viel gemacht wurden, gab es auch schon damals sogenannte Stillhalteklauseln, Sperrklinkeneffekt, die einen Sperrklinkeneffekt hervorrufen, und zwar bedeuten die eben, dass einfach, wenn irgendwo was liberalisiert wurde, dann darf das nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ja? Also das ist einfach, der Status quo der Liberalisierung wird zementiert und der einzelne Staat hat dann einfach nicht mehr das Recht, in dem Bereich das zurückzunehmen. Ja? Das ist einfach, in der neoliberalen Agenda war das halt ein Anliegen und das hat man eben geschafft, indem man solche Stillhalteklauseln einfach in die Verträge mit aufgenommen hat. Das heißt, es kann nur in eine Richtung vorangehen, ja? Man kann sich nicht zurückentwickeln. Genau, und das war auch schon in Verträgen der EU, gab es auch schon solche Marktöffnungsverpflichtungen und Stillhalteklauseln. Also das ist alles auch schon älter und ist jetzt nicht was ganz Neues. Genau, das waren jetzt so ein bisschen generelle Sachen, die es schon länger gibt. Und jetzt möchte ich eben auf zwei Abkommen noch ein bisschen näher eingehen, obwohl das CETA ist jetzt auch noch ganz kurz. Eigentlich will ich euch das Teaser mal näher bringen, weil
das wirklich auch einen unglaublich großen unglaublich großes Anwendungsgebiet haben wird und eben auch schon relativ weit verhandelt ist und in der Öffentlichkeit eigentlich also sehr, sehr viel weniger Aufmerksamkeit bekommt als jetzt TTIP und auch als CETA. Gutes CETA, wer es jetzt noch nicht gewusst hat, ist eben ein Abkommen, das so ähnlich wie das TTIP zur Beseitigung von Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen. Da ist es wird zwischen der EU und Kanada verhandelt und ist schon so gut wie entverhandelt. Ja? Die Prognosen sind ja, ein bisschen höher als beim TTIP. Super. Sind super, sind sehr, sehr vielversprechend. Genau, ich meine, das ist halt das, was man so errechnet, aber man weiß ja, dass solche Rechenmodelle auch sehr, sehr anfällig sind und sehr unsicher sind, gerade auf längere Zeiträume. ISDS ist auch Teil des Abkommens, Michi hat es vorhin gesagt, zwar wohl schon mit der reformierten Agenda, aber es ist sozusagen als Substanz auf jeden Fall mit dabei. Und deswegen, ja, ist es ja jetzt auch ein bisschen so ein Lippenbekenntnis, dass man es aus TTIP, also eben, man wird es nicht wieder rausnehmen wollen, weil man hat es auch schon bei CETA unbedingt dabei haben wollen. Ja. Und ich weiß nicht, das war jetzt einfach, was ich jetzt viel gefunden habe beim Thema CETA, weil dieses Copyright-Thema, da haben einfach viele gesagt, und da ist auch ein Dokument von den Piraten neulich geleakt worden, das eben darauf hinweist, dass CETA all die Sachen einführt, die eigentlich über ACTA damals eingeführt werden sollten, wo man sich ja erfolgreich gewehrt hat, die Zivilgesellschaft, und das geschafft hat, dass ACTA ad ACTA gelegt wurde. Aber jetzt ist es eben so, über CETA kommen eben gerade ganz viele von diesen Copyright-Regelungen und ja, Regelungen zu Patenten und Marken und Design, das kommt eigentlich alles wieder mit rein über CETA. Ja, es wird gesagt, CETA ist so eine Art von Blaupause fürs TTIP, ja, also eben vieles ist sehr ähnlich. TTIP haben wir vorhin gehört, ist wiederum die ganz große Blaupause, ja, also ich meine, weil CETA eben noch TTIP noch einen größeren Wirtschaftsbereich betrifft, ist das eben wirklich das, wo man auf jeden Fall alles mit dabei haben will, aus den Gründen, dass man es dann eben leichter mit anderen Staaten umsetzen kann. Aber CETA ist eben dieser Vorgänger von TTIP, ist eben schon viel weiter verhandelt. Neulich war kurz Panik, er sollte im Mai direkt ratifiziert werden, also wirklich unterschrieben werden, ist dann aber relativ kurzfristig doch nochmal verschoben worden und jetzt muss man, ist kein neuer Termin bisher bekannt, aber es wird wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis es ratifiziert wird. Also von oberster Stelle. Dann muss natürlich noch der ganze Ratifizierungsprozess in den einzelnen Mitgliedstaaten stattfinden. Aber immer noch wird ja von der Kommission so ein kleines bisschen gesagt, es ist ja unklar, wer wirklich ratifizieren muss. Also das war das Letzte, was ich jetzt gelesen habe, dass sie immer noch versucht zu sagen, es ist nicht unbedingt ein gemischtes Abkommen. Die Bundesregierung hat da aber schon offiziell widersprochen und auch hat gesagt, auch alle anderen Mitgliedstaaten hätten dagegen Einspruch erhoben. Und es ist auch ganz klar, dass das Verhandlungsmandat damals als gemischtes Abkommen erteilt wurde. Und dann noch eine kleine Anekdote dazu, wie man wirklich auch diese Intransparenz eben sehen kann. Also am 6. Mai sollte das vorgestellt werden von der EU-Kommission in Kanada am Rande von einem OECD-Gipfel. Und die Bundesregierung hat zugegeben, dass trotzdem, dass es jetzt gut wie endverhandelt ist, ihr selbst noch nicht die Endfassung der Verhandlungsergebnisse vorliegen. Ja? Und also sozusagen, man versucht wirklich auch die Teilnehmerländer und deren Vertretungen bis zur letzten Sekunde da über die ganzen Details etwas im Unklären zu lassen. Und das war die Erklärung der EU-Kommission. Aufgrund von vorherigen Indiskretionen mit diesen Dokumenten hat man einfach beschlossen, ja, die Weiterleitung solcher Dokumente dann zu unterlassen, sicher nicht bis zum Ende, irgendwann muss man sie schon rausrücken, aber eben so lange wie möglich. Genau, TISA. Das ist jetzt ein Abkommen, was sich eben hauptsächlich mit Dienstleistungen beschäftigt. Okay, also Trade and Services Agreement, Dienstleistungen. Das ist, Dienstleistungen ist echt total viel Verschiedenes. Ja? Also ich habe jetzt da ein paar Beispiele hier, Finanzdienstleistungen, Bankenwesen, Rechnungswesen, Energie, Bildung, Gesundheit, Einzelhandel, Transport, Telekommunikation, juristische Dienste, Personennahverkehr, Tourismus. Ja? Das ist jetzt noch nicht alles, ja? Es gibt noch viel mehr. Aber jetzt kommt der nächste Punkt, da sieht man, wie unglaublich viele Menschen das betreffen würde. Ja? 75% der Beschäftigten im europäischen Binnenmarkt sind im Dienstleistungsbereich angestellt. Also es ist echt sehr, sehr relevant, welche Regeln dann für diese Bereiche und für den Zugang zu den Märkten dann noch gelten. Verhandelt wird
seit 2012 an Teaser in Genf von 23 Regierungen, also auch nochmal Vorsicht, da ist wirklich noch ein viel weiterer Geltungsbereich als beim TTIP, weil natürlich sind da die ganze EU dabei und eben da die USA natürlich auch und dann noch eben 21 weitere Länder, die könnt ihr euch da alle unten anschauen. Und es ist eben so, die Verhandlungsländer stellen 2/3 des globalen Handels mit Dienstleistungen, allerdings entfallen 90% davon auf die entwickelten Länder. Ja? Also da waren es ja auch ein paar Entwicklungsländer oder Schwellenländer dabei. Und es ist eben so, 90% der Dienstleistungen wird zwischen den entwickelten Ländern gehandelt. Und das hat man eben so gemacht, man ist in der Doha-Runde nicht weitergekommen, also hat man gesagt, okay, wir wollen aber trotzdem diese Dienstleistungsfrage, die möchten wir auf jeden Fall weiter bearbeiten, hat man sich zusammengetan in dieser Gruppe, und ich finde das wirklich einen ironischen Namen, hat man sich Really Good Friends of Services genannt und hat eben angefangen, sich regelmäßig zu treffen. Und die Motivation war wirklich einfach, weil eben die Wirtschaft in entwickelten Ländern und Wirtschaftsvertreter und bestimmte Thinktanks einfach wirklich frustriert waren, dass in der Doha-Runde halt nichts mehr voranging. Und jetzt einfach, man hat da jetzt einfach versucht, einen anderen Weg zu gehen. Und daran kann man eben auch sehen, ja, sobald eben die entwickelten Länder in der WTO, also in einem sehr kollegialen oder zumindest für alle offenen Gremium nicht weiterkommen, ist man eben auch bereit, diese Institution dementsprechend zu schwächen, ja, indem man einfach sagt, ja okay, wenn wir hier nicht weiterkommen mit unseren Interessen, dann machen wir was Eigenes. Und damit schwächt man ja auch den ganzen WTO-Verhandlungsprozess und die ganzen Prozesse, die dort eben laufen. Ja. Aber das nimmt man halt in Kauf. Genau, da kommt natürlich die Frage auf, kann man diesen Vertrag dann in die WTO integrieren? Und das ist eine ganz spannende Frage. Also es ist jetzt schon so, dass auch schon bei anderen Abkommen oder bei anderen Themen sozusagen plurilaterale Alleingänge von ein paar Ländern stattgefunden haben, also zum Beispiel da bei diesem Abkommen für Informationstechnologie. Aber es ist dann eben so, wie ich vorhin erklärt habe, nach diesem Meistbegünstigungsprinzip ist es so, ein paar Leute können vorangehen, sei es wir greifen die Initiative, aber wenn es dann multilateralisiert wird in der WTO, ist es für alle gültig. Ja? Also das heißt, die einen handeln es aus, gehen voran, aber alle profitieren dann am Ende davon, weil ja, so ist halt die Regel. Und das ist eben jetzt genau das, was dann die USA und auch die EU einfach nicht wollen. Die sagen, wir machen jetzt diese Verpflichtung, wir gehen die ein und wir wollen nicht, dass andere Länder einfach nur die Vorteile haben und nicht die Verpflichtungen. Ja? Also das heißt, in dem Moment wehrt man sich dagegen und sagt halt, nee, das wollen wir nicht, deswegen wollen wir eigentlich auch gar nicht, dass es multilateralisiert wird. Wir wollen lieber, dass immer mehr Leute da beitreten, immer mehr Länder und sozusagen dadurch der Druck einfach auf alle anderen aufwächst, da einfach mitzumachen und zwar nach den Konditionen, die sie jetzt also aushandeln. Ja? Und das ist eben der Trick, dann hat man nämlich, was man wollte, man hat diese große Liberalisierung im Dienstleistungssektor, aber man hat als entwickelte Länder eben nicht auf die Bedürfnisse der Entwicklungsländer eingehen müssen im Bereich Landwirtschaft und solche Sachen. Das heißt, ja, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Die EU-Kommission behauptet immer noch, TISA könnte multilateralisiert werden, sagt aber eben, es ist nicht wünschenswert, dass Länder die Vorteile eines potenziell künftigen Abkommens in Anspruch nehmen können, ohne dafür umgekehrt eine Gegenleistung erbringen zu müssen und ohne sich an die Regeln halten zu müssen. Das heißt, auch die EU-Kommission sagt, es sollte eben nicht automatisch zu einer Multilateralisierung kommen, es sei denn, eine kritische Masse an Ländern hat eben schon das TISA akzeptiert. Ja. Das Ziel ist ambitionierte Liberalisierung. Nun ist es aber so, dass die meisten der beteiligten Staaten schon sehr weit liberalisiert sind im Dienstleistungsbereich. Ja? Um da mal ein Beispiel zu nennen, Chile hat mit 17 der 22 anderen dieser Parteien schon Abkommen über die liberalisierte Dienstleistung geschlossen. Ja? Also man ist schon sehr integriert, man hat auch schon sehr viel liberalisiert. Das heißt, was jetzt noch übrig bleibt, ist wirklich diese noch verbleibenden, ausgenommenen Sektoren und Ausnahmen, die bisher noch geschützt waren, die wirklich aufzuknacken. Ja? Also die letzten Inseln sozusagen da wirklich anzugehen. Und die wahre Absicht ist eben nicht nur zwischen den Leuten, die jetzt mit verhandeln, sondern die wahre Absicht ist, das wirklich am Ende auch auszuweiten auf die richtig großen Schwellenländer wie China und Indien, die sich bisher halt eben noch gewehrt haben. Und dass man eben auf lange Zeit einfach hofft, dass die dann doch da teilnehmen, weil sie sich auch bestimmte Vorteile erhoffen. Also das ist die wahre Absicht auf lange Sicht dahinter. Ja? Weil in dem Bereich, in den Ländern, wo man jetzt verhandelt, kann man nicht mehr so viel holen. Man kann auch diese Inseln freilegen, aber so viel mehr ist da nicht rauszuholen. Und TISA soll eben genauso, das ist dann eben auch der
langfristige Grund eben als Blaupause für die nächste Generation multilateraler Vorstellungen und Ebenen für den Marktzugang im Dienstleistungsbereich gelten. Ja, hier nochmal, damit ihr euch nochmal besser vorstellen könnt, was diese Dienstleistungen genauer sind. Fremdländische Direktinvestitionen, Fremdenverkehr und ja, es geht auch eben, das erkläre ich nachher noch ein bisschen genauer, über Aufenthalt von Personen in einem anderen Land, die dann dahin gehen, um dort eine Dienstleistung zu erbringen. Ja. Genau, das ist so, wie wird verhandelt. Und das sagt auch schon viel darüber aus, wie die Mentalität in der solchen Verhandlung einfach ist. Ja. Also der Ausgangspunkt dieser Verhandlung soll die weitestgehenden Zugeständnisse früherer Abkommen widerspiegeln. Ja. Das heißt, jedes Teilnehmerland soll praktisch da anfangen, mitzuverhandeln, also nach seinem besten Freihandelsabkommen, ja, nach seinem liberalisiertesten Freihandelsabkommen. Man schaut sich an, welche habe ich geschlossen und dann soll man das sehen, das am weitestgehend ist und das ist schon mal der Punkt, wo wir anfangen zu verhandeln. Ja, also von dort starten wir. Oder dieser amerikanische WTO-Botschafter, der war noch extremer, der hat gefordert, man sollte da anfangen zu verhandeln, man schaut sich alle Länder an und wer das höchste, liberalisierteste Freihandelsabkommen mit irgendjemand anders geschlossen hat, dort sollen alle anfangen zu verhandeln, ja? Bei dem Status der Liberalisierung. Auch wenn das Land einen anderen Status hat. Wie ein Staat? Also auch wenn ein anderes Land nicht so weitergehenden Status hat. Genau, also man schaut sich die alle Länder an und nimmt das beste Freihandelsabkommen von allen Ländern und sagt, da fangen wir alle an zu verhandeln. Also das ist aber jetzt eine Forderung, ja, ich weiß nicht, ob das so gemacht wird. Und was auch interessant ist, also Verhandlungsgrundlage für dieses Abkommen sind im Wesentlichen die GATS-Texte, mit denen man eben nicht weitergekommen ist in der Doha-Runde. Ja? Also, und die haben eben schon bestimmte Sachen enthalten und da komme ich gleich drauf. Jetzt will man aber natürlich darüber auch noch hinausgehen. Ja? Also diese Ratchet- und Stillhalteklauseln sollen noch dazukommen und es soll zusätzliche Einschränkungen bei staatlichen Regulierungsprozessen geben. Dann gibt es auch darüber hinaus eben in diesem ersten Gebiet, das den Datenverkehr anbelangt, neue und weiterführende Disziplinen. Also das ist jetzt alles sehr technisch, das brauche ich jetzt auch nicht weiter erklären, dass man einfach da Finanzinformationen, dass man einfach mit Daten besser handeln kann. Ja? Und wenn sich die USA zum Beispiel da durchsetzt, dann gäbe es zum Beispiel, es gibt bisher eine Regelung, die heißt Forced Localization. Das heißt, ein Unternehmen, das in einem Land tätig ist, muss alle Daten, die es in diesem Land sammelt, auf einem Server in diesem Land speichern und ist dann praktisch schon an die Regeln des Datenschutzes in diesem Land gebunden. Und wenn das sozusagen, wenn das jetzt so liberalisiert wird, wie die USA sich das zum Beispiel auch vorstellt, dann wird dieses Verbot aufgehoben. Also dann wird dieses Verbot, dann wird diese Maßnahme aufgehoben und dann können Daten eben überall gespeichert werden und dann kann man die eben auch wie in den USA halt üblich, einfach sehr viel leichter wirtschaftlich nutzen und die sind sehr viel stärker geschützt als vorher. Ja, und dann eben noch, was eben auch weitergehend ist als jetzt die ganzen Sachen, ist die Freizügigkeit natürlicher Personen und das ist auch nochmal ein Beispiel, wo man einfach sehr schön sehen kann, wie einseitig diese ganzen Regelungen sind. Also da geht es eben um Leute, die in ein anderes Land geschickt werden, Pflegepersonal, Bauarbeitskräfte oder Beraterinnen. Und da soll jetzt dann im TISA deutlich verbessert werden, diese Verpflichtungen für den grenzüberschreitenden Marktzugang von Dienstleistungen. Ja, also bisher musste man als Unternehmen erstmal prüfen, ob in diesem Markt, wo man dann investieren wollte oder wo man halt sozusagen eine Dienstleistung anbieten wollte, man musste so eine Bedarfsprüfung machen. Ja? Man musste schauen, ob nicht dort Arbeitnehmer sind, die die Arbeit erledigen können, die man braucht. Ja? Und nur wenn es dort keine Leute gab, durfte man seine eigenen Leute dahin schicken. Ja? Und das soll jetzt aufgehoben werden. Also, dass man es eben nicht mehr prüfen muss, sondern dass man einfach seine eigenen Leute dahin schicken kann. Und das ist dann wirklich eine prekäre Situation für diese dahingeschickten Leute, weil die sind dann vollkommen abhängig vom Willen des Arbeitgebers. Also, wenn sie ihre Arbeit verlieren, müssen sie sofort dieses Land wieder verlassen. Du hast keine Chance, dort eine langfristige Staatsangehörigkeit zu erwerben oder deinen Wohnsitz wirklich dorthin zu verlagern. Du hast also dann gar keine Rechte, du bist einfach diese flexible Masse der Unternehmen. Ja? Und wenn, genau, das ist halt einfach eine sehr starke Einschränkung der Arbeitnehmerrechte, ohne dass man dann dieser halt auf andere Ebene darauf reagiert und versucht, die vielleicht an anderer Stelle wieder zu stärken. Ja? Also man will einfach, und das ist ja der ganze Modus, man will alle Maßnahmen schwächen, die es den Firmen sozusagen bisher vielleicht ein bisschen schwieriger machen, so flexibel und so leicht Zugänge zu anderen Märkten zu bekommen.
Und jetzt, da war eben ein sehr guter Artikel, der eben gesagt hat, was man jetzt, als Teaser ist ja noch nicht da, ja, es ist ja auch noch in der Mitte von den Behandlungen und man weiß einfach, was in den Guts-Verhandlungen schon alles war und weiß jetzt, was im Teaser noch darüber hinaus geplant ist. Und das waren jetzt einfach die Forderungen, die man an Teaser stellen kann, ja, was man verhindern muss. Ja. Zum Beispiel ist es ja gar nicht notwendig, dass Liberalisierung mit Deregulierung vermischt wird. Ja. Also man kann ja liberalisieren und Zugang für die anderen Marktteilnehmer leichter machen, aber man muss deswegen nicht gleich alle Regulatorien oder alle regulatorischen Freiheiten des Staates einschränken. Ja? Und zum Beispiel, es wurde ja nicht ja vorher von diskriminatorischen Regelungen gesprochen, die man dann einklagen kann, aber was da dann abgeschafft werden soll, sind nicht diskriminatorische Regelungen. Also die behandeln also Regelungen, die sowohl inländische als auch ausländische Firmen oder Investoren gleich behandeln, aber einfach Regelungen sind, ja? Die Arbeit machen. Ja? Da geht es wirklich wieder um Verbraucherschutz, um Umweltstandards, um Regelungen für universellen Zugang zu Bildung zum Beispiel. Einfach Regelungen, die der Staat erhoben hat, weil er es im Interesse der Allgemeinheit gefunden hat, dass diese Regulatorien sinnvoll sind. Ja? Und das ist einfach der Unterschied. Man kann durchaus liberalisieren und müsste nicht gleichzeitig den Deregulierungsspielraum der Staaten vollständig beschneiden. Aber das ist das Ziel hinter Teaser. Man will eben einfach Regulierungen abbauen, ja, damit da einfach weniger Auflagen entstehen. Und das sind eben auch so Einschränkungen wie einfach Qualifizierungsprozesse oder technischer Standard oder Lizenzierungsprozesse. Ja. Also ich habe hier nochmal so Beispiele. Das sind einfach Standards, die etabliert wurden, weil man gewisse Qualität einfach sicherstellen will. Ja? Also bei Bildungsabschlüssen oder Dienstleistungen, bei speziellen Dienstleistungen oder bei technischen Normen oder bei Zulassungserfordernissen, die erfüllt werden müssen. Ja? Und das sind alles, solche Maßnahmen sollen in Zukunft einfach viel schwieriger überhaupt zu erstellen sein. Ja? Also die muss man dann viel besser rechtfertigen. Man kann die nicht einfach als Staat machen, sondern man muss nachweisen, dass die notwendig sind. Dazu komme ich gleich noch. Genau, also es ist einfach eine extreme Einschränkung potenziellen politischen Handlungsspielraums. Und zwar nicht, weil man diskriminiert, sondern einfach nur, weil man reguliert. Ja? Nicht, weil man die unfair behandelt, die Teilnehmer, sondern weil man sozusagen überhaupt Regeln aufstellt. Also das, wofür Kritik eigentlich da ist. Also deswegen ist die Forderung hier, dass das eben nicht zu vermischen sei und dass man aufhören soll, diesen Regulierungsspielraum weiter einzuschränken, ja? Der über GATS hinaus jetzt eben noch weiter eingeschränkt werden soll. Die zweite Forderung ist, dass die Deregulierungsanforderungen nicht noch ausgeweitet werden dürfen. Und das ist das, was ich gerade gemeint habe mit den Erforderlichkeitstests. Ja? Also, dass man eben als Staat erstmal nachweisen muss, warum bestimmte Regulierungen, die man einsetzen will, warum die erforderlich sind. Und man muss da bestimmte Kriterien erfüllen. Und das soll man eben in Teaser einfach nicht weiter ausweiten, dass solche Erforderlichkeitstests einfach Standard werden, weil das ist sehr, sehr schwierig dann für Staaten, wenn man immer erst anführen muss, warum man bestimmte Ziele umsetzen will. Klar, natürlich wird gefordert, dass die Regelungen in Teaser nicht einem ISDS-Verfahren unterstehen sollen, aus den gleichen Gründen, die wir eben vorhin gehört haben, weil das eben sehr viele Probleme mit sich bringt. Dann soll man eben einen Positivlistenansatz verfolgen, anstatt einen Negativlistenansatz. Das macht einfach den Unterschied, dass wenn man einen Negativlistenansatz verfolgt, man alle Sonderfälle, wo man eben bestimmte Maßnahmen geschützt hat oder bestimmte Sektoren geschützt hat, jetzt auflisten muss, damit die auch weiterhin geschützt bleiben können. Wenn man sie nicht auflistet, dann sind die eben einfach angreifbar. Und das große Problem daran ist auch, dass man sozusagen jetzt praktisch abschätzen müsste, was in Zukunft alles an geschützten Sektoren da ist. Ja, und das ist total schwierig, weil es entwickeln sich auch immer neue Dienstleistungssektoren, neue Arten Dienstleistungen zu erbringen. Und die muss man dann auch zu dem Zeitpunkt regulieren, wenn sie aufkommen. Und das wird aber in Zukunft immer schwieriger werden. Ja, das ist also, man erwartet praktisch, dass man jetzt alles, was reguliert werden soll, einmal definiert und danach hat man eigentlich keinen großen Handlungsspielraum. Und genau, was man natürlich einfach mit der Positivlistenansatz dann auch machen könnte, also man könnte eben besser die sensiblen Bereiche, von denen der Bernie auch gesprochen hat, also Wasser und Strom, Energie,
das könnte man einfach viel besser schützen, wenn es positivlisten Ansätze gäbe und nicht negativlisten Ansätze. Das ist eben dann gleich die anschließende Forderung. Eigentlich sollten alle öffentlichen Dienstleistungen in diesen sensiblen Sektoren vom Abkommen ausgenommen werden, weil man einfach da diesen Druck nicht aufbauen sollte, ja, diesen Druck dauernd zu deregulieren und weiter zu privatisieren, sondern da sollte einfach wirklich in der Hand des Staates liegen, welche Dienstleistungen man auf welche Art und Weise organisiert und anbietet. Und in den GATS-Regelungen war es eben so, was öffentliche Dienstleistungen betrifft, die waren nicht betroffen von diesen Liberalisierungs- und Deregulierungsvorschriften, wenn sie entweder nicht in kommerzieller Form angeboten wurden oder nicht in Bereichen angeboten wurden, wo noch andere private Marktteilnehmer auch diese Dienste anbieten. Und das ist eben total die schwierige Anforderung, weil in allermeisten Infrastrukturbereichen gibt es auch schon private Anbieter, auch wenn es öffentliche Anbieter gibt. Und sobald es auch einen privaten Anbieter gibt oder man es auf kommerzielle Art und Weise sozusagen anbietet, den Dienst mit einer Gebührenstruktur, sobald das der Fall ist, sind diese öffentlichen Dienstleistungen eben automatisch in dem Geltungsgebiet von diesen TISA-Vorschriften mit dabei. Und deswegen ist es eben für die Wasserversorgung dann doch so ein Problem, weil man die dann explizit schützen müsste und dazu muss man halt sehr, sehr vorsichtig agieren und praktisch alles listen, was man schützen möchte. Ja, das Abkommen muss wirksame Generalausnahmen für politische Regulierung und öffentliches Interesse definieren. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Wenn man jetzt gerade bestimmte Bereiche schützen will, muss man festgeschriebene Kriterien befolgen. Und wenn man sozusagen, wenn die angegriffen werden von einem Gericht, dann kann es eben sein, dass das Gericht eben sagt, ja, fällt gar nicht unter diese Kategorie. Die Begründung von dem Staat oder von dem staatlichen Akteur ist sozusagen nicht valide, um diese Ausnahme zu rechtfertigen. Ja? Und es ist tatsächlich so gewesen, anscheinend in den USA gab es eine Fehlerrate von 97%, das heißt, die USA wollten bestimmte Regulierungen tätigen, dann wurden die angegriffen. Und in 97% der Fälle hat der Staat es nicht geschafft, sozusagen zu argumentieren, dass die Notwendigkeit bestanden hat für diese Regulierung. Ja? Also, damit man es ein bisschen besser versteht, das sind die drei Anforderungen, die halt im GATS so definiert wurden. Das ist jetzt auf Englisch. Gut heute. Ja, also das erste ist eben, dass man nicht nachweisen kann, dass es zum Schutz der Gesundheit oder irgendwelchen Sicherheitsvorschriften gemacht werden muss. Das andere ist wirklich einfach ein Notwendigkeitstest, also dass man nicht nachweisen kann, dass die Maßnahme tatsächlich notwendig war. Und das andere ist so ein Chapeau-Threshold, ich weiß nicht, ich habe das nicht genauer nachschauen können, leider nicht mehr. Das sind auch einfach bestimmte Sachen, bestimmte Gründe. Also bei bestimmten Themen, wo eben man einfach nicht diskriminierend vorgehen darf und sozusagen die Rechtfertigung dafür eben sehr, sehr schwierig ist, warum man in den Bereichen überhaupt Regulierungen, die dann diskriminierend wirken, getätigt.